zuletzt beim Modelleisenbahnabenteuer? Man mich mit dem Ding überhaupt? Absolut. Du klingst damit wie ein typischer Rangierer aus Amerika. Ich bin Britin. Ich muss dann auch wieder auf die Hauptstrecke. Und die Hauptstrecke ist davon rechts, also abbiegen. Naja, jetzt sind die Rollen wohl vertauscht. Letztes Mal hatte ich eine Panikattacke und du hast mich beruhigt. Das macht es nicht besser, Maeve. Maeve? Nein, ganz ehrlich, nein, nein, nein und nochmals nein. Was ist denn los? Wir sind da für dich. Ja, genau das behauptet ihr immer. Immer heißt es, wir sind da für dich. Aber das sagt ihr nur so. In echt seid ihr das nämlich nicht. Letztens mit Paxton, ihr alle redet miteinander und ich stehe einfach nur alleine da, ohne dass ihr mich beachtet. Na, wie geht's? Wie man sich halt so fühlt. Du weißt ja, ich habe Hex heute zurück aufs Festland begleitet. Ich werde ihn so schnell nicht mehr sehen. Verstehe. Wann hast du ihn denn das letzte Mal gesehen? Vor ein paar Monaten. Einigen Monaten. Noch bevor ich auf Soda gearbeitet habe. Ah, okay. Hey, sorry, dass ich spät bin. Schon okay. Okay, natürlich reden die beiden jetzt miteinander, aber ich kann ja versuchen, mich trotzdem ins Gespräch mit einzubinden. Es ist so bescheuert, dass die Strecke an manchen Stellen plötzlich zwei- oder später wieder dreigleisig wird. Dann muss man eben nur unnötig an Signalen halten. Ja, das ist mir auch schon oft passiert. Na, dann sollte gleich jemand die Waggons abnehmen und sie auf den Rangierbahnhof bringen. Da gehören sie ja hin. Es ist schon ziemlich praktisch, dass ich das nicht selber machen muss. Steigert die Effizienz. Musst du alles kommentieren? Mir ist schon klar, dass es die Effizienz steigt. Ich sollte gleich auch schon los. Ich auch. Ich fahre nach Wellsworth und... Wellsworth liegt auf der Hauptstrecke. Deshalb solltest du da jetzt auch hinfahren, also... Dann sprechen wir uns später, Rachel. Bis dann. Guten Morgen, Mavis. Hey, Tobi. Wie geht's dir? Naja, normal halt. Komm schon, Mavis. Was ist los? Sieh dir mal meinen Lack an. Diese Kratzer an meinem Seitenschutz. Ja, das sind Kratzer. Ich kann den Schriftzug nicht einmal mehr richtig lesen. Was stand da denn ursprünglich? Weiß ich selbst nicht mehr. Aber diese Kratzer sind doch ein eindeutiger Beweis für deine harte Arbeit hier im Steinbruch. Ja, aber es ist nicht nur das. Meine Hupe ist komisch, mein Gesicht auch irgendwie und mein Name. Du magst den Namen Mavis nicht? Er ist okay, aber nicht so besonders, verstehst du? Na, wenn du einen Spitznamen oder so willst, kann ich dir sicher helfen. Mavy. Nein. Mavy Wavy. Lass das. Weißt du, wenn du dich in der Werkstatt oder so mal etwas überholen lassen möchtest, solltest du das dem dicken Kontrolleur ausrichten. Kannst ihm auch gleich sagen, dass ich bereit wäre, dich hier im Steinbruch zu vertreten. Okay. Freundschaften oder generell engere Beziehungen sind etwas Komisches. Zumindest bei Rachel. Ich meine, wenn sie Paxton so sehr liebt, wie kommt es dann, dass sie sich so lange nicht gesehen haben? Das letzte Mal, als sie ihn gesehen hat, das war bevor ich sie kennengelernt habe. Und Amber, was sind sie für Freunde? Wenn sie so gute Freunde sind, warum ist Amber dann kaum bei Treffen mit anderen Loks dabei? Amber mag mich irgendwie nicht. Habe ich ihr je was getan? Nee, eigentlich nicht. Naja, ist ja irgendwie witzig. Genau, das werde ich mal Rachel sagen. Kann es sein, dass Amber mich nicht mag? Das verletzt mich nicht, aber es ist irgendwie witzig. Andererseits, da hatte ich jetzt schon das Selbstvertrauen, mich mehr ins Gespräch einzubinden und genau das hat Amber aggressiv kritisiert. Tut schon irgendwie weh. Das wäre jetzt wieder komisch. Nein, war's nicht. Ich habe den Mut aufgebracht, Taylor zu begrüßen. Dank Rachel, ihretwegen traue ich mich mehr und bekomme mehr Selbstvertrauen. Und mein Gesicht fühlt sich schon ganz komisch an vom vielen Lächeln. Darüber bin ich auch froh, dass ich jetzt endlich das Selbstvertrauen habe, zu lächeln und nicht mehr versuche, es zu verstecken. Wie ich dieser Hugo ständig umarmen muss. Und dich dann auch noch so angrinst. Das grenzt ja schon an Vergewaltigung. Ja, aber ich will ihn jetzt auch nicht damit verletzen, indem ich ihn darauf anspreche. Du musst dich schon irgendwie gegen ihn wehren.
Oder ich stelle ihn einfach für dich zur Rede. Ich weiß nicht, das sollte ich schon lieber selbst machen. Sprecht ihr gerade über Hugo? Ja, allerdings. Wir sehen das genauso wie ihr. Wir würden auch wirklich gerne dabei helfen, ihn zurechtzuweisen. Bitte nein, haltet euch da raus. Ja genau, fahrt mal schön weiter und wir kümmern uns um alles. Nein, Amber, ich meine, das ist eine Sache zwischen Hugo und mir. Wenn es dich betrifft, geht es mich auch etwas an. Finde ich nicht, ich werde mit Hugo reden. Aber du traust dich nicht. Deswegen sollte ich dich irgendwie unterstützen. Na gut, sei halt dabei. Hey Mavis, was machst du denn hier? Hi, also, ich wollte mal zum dicken Kontrolleur ihn um etwas bitten. Worum denn? Ist alles gut? Ja schon, aber ich wollte mal in die Werkstatt. Bist du kaputt? Beschädigt? Nicht wirklich, ich wollte mich nur etwas überholen lassen. So eine Art Makeover. Oh ja, ich bin dabei. Also ich werde dich unterstützen. Ist das aufregend? Wir werden dich schon sowas von schick machen. Okay, danke. Chef, Chef! Ja, Taylor? Mavis würde sich gerne in der Werkstatt überholen lassen. Oh, ist das so, Mavis? Ja, Chef. Okay, woran dachtest du denn? Ach, ein paar Ausbesserungen hier und da. Was meinen Lack betrifft oder meine Hubbel zum Beispiel. Nun, an sich habe ich nichts dagegen. Aber natürlich muss sich jemand um deine Arbeit kümmern. Genau, Tobi hat gesagt, dass er sich darum kümmern würde. Na dann, wenn ihr das schon abgesprochen habt, dann kannst du jederzeit zur Werkstatt. Danke, Chef. Oh, du böses Mädchen, du. Was, warum? Dem armen Tobi sowas aufzutischen und zu behaupten, er würde es freiwillig tun. Nein, das hat Tobi wirklich heute Morgen gesagt. Hat er? Na gut, dann finden wir schon andere Möglichkeiten, dich böse zu machen. Heyo. Hallo, hast du jetzt Pause? Ja, deswegen bin ich hier. Hey Spencer, können wir gleich? Ja, wir können sofort. Entschuldigt mich kurz, ich muss noch mal was mit ihm klären. Also, du kennst dich mit der Geografie von Sodor aus, richtig? Ja, schon ein bisschen. Gut. Mich interessiert mal deine Meinung zu folgenden Themen. Also, was wolltest du sonst noch? Also, ich dachte vielleicht noch an eine neue Hupe. Ha! Darauf war ich vorbereitet. Endlich kann ich mal unsere wunderschöne Hupensammlung zeigen. Der freut sich ja. Also, du hattest ja auch noch etwas von einem Spitznamen erzählt, oder? Ja, schon. Naja, jagst du denn immer noch Geistern oder anderen Kreaturen her? Nein, da warst du schon die Einzige. Schade. Sonst hätte Buffy ja ganz gut gepasst. Ich dachte eigentlich schon an etwas, was irgendwie mit Mavis zu tun hat. Was sich irgendwie davon ableitet. Entschuldigung. Naja, jedenfalls, hast du eigentlich auch noch etwas Mitbestimmungsrecht, Dave? Nicht wirklich, überlass das mal komplett der Lokomotive. Dave? Ja, kurz für David, mein Lokführer. Dein Fahrer nennt man Dave? Warum nennen wir dich nicht Maeve? Dave fährt Maeve und Maeve kommt von Mavis. Ja, das hat was. Ich weiß nur nicht. Ist das nicht etwas zu einfach, zu direkt? Oh, keine Sorge. Ich weiß ganz genau, wie wir dieses Problem beheben. Sorry, das macht einfach so viel Spaß. Und wie geht es dir jetzt? Naja, wir haben uns halt gesagt, was wir zu sagen hatten. Tut mir leid. Ich will jetzt auch nicht voreingenommen sein, aber Spencer ist einfach mein Cousin und er hat mir das Leben gerettet. Na, keine Sorge. Es ist nicht so, dass ich ihn hasse oder sonst was. Das wird schon wieder mit uns. Ich habe keine Ahnung, was ihr miteinander hattet oder was jetzt passiert ist. Ich würde es schon gerne wissen, aber jetzt ist wohl kein guter Moment, das nachzufragen. Ich würde vielleicht zu Rachel fahren. Wie gesagt, es liegt nicht nur an ihm. Es beruht mehr auf Gegenseitigkeit. Ja, natürlich. Sie hört mir nicht zu. Ich möchte ungern einfach abhauen, ohne mich zu verabschieden. Aber Rachel ist gleich weg.
Das ist gut, ich fahr zu ihr. Hoffentlich hält mich Emily jetzt nicht für ein Arschloch. Ja, genau, aber wie gesagt, früher oder später. Hallo. Hi. Also, ich hätte jetzt Pause, aber du musst wohl noch wohin, wie ich sehe? Ja, kurz nach Wellsworth und danach fahre ich nach Farquhar. Aha, interessant. Gute Fahrt dann. Wohin geht's denn? Na, nach Farquhar. Ihr beide? Ich nur kurz, aber Maeve bleibt natürlich. Right, cheerio dann. Da kommen sie. Also, meine Liebe, wie sollen wir dich von nun an nennen? Maeve. Maeve? Okay, simpel genug. M-A-V-E. Nein, nicht M-A-V-E geschrieben. Wie willst du Maeve sonst schreiben? Maeve, erzähl du es ihnen. Es schreibt sich M-A-E-V-E. Und wieso? Ästhetik. Wenn du Maeve so schreibst, ist es keine Kurzform mehr von Mavis, sondern ein anderer Name. Was soll dieser Unsinn überhaupt? Tja, wie es aussieht, scheinst du es nicht zu verstehen. Nein, das tue ich in der Tat nicht. Hey, Percy. Also, Maeve, siehst gut aus. Aha. Warum trägst du Make-up? Du hast wohl noch einiges zu lernen. Also, Prinzessin, ich lass dich dann mal wieder alleine. Ja, also, wenn du jetzt wieder hier bist, kann ich ja auch zurück auf meine Strecke. Von daher... Hey, ist Mavis wieder hier? Oh, Maeve ist wieder im Steinbruch. Du kannst gleich zu ihr. Ja, das ist sie. Du willst wohl auch zu ihr. Ja klar, wir sind ja Freunde. Mach dir mal keine allzu großen Hoffnungen. Oder tickt ihr alle so? Wir alle? Was soll das heißen? Beg pardon, aber... Beg pardon, bin ich Duck? Dir fehlt es wohl einfach an Lebenserfahrung, um nachzuvollziehen, was wir so finden. Ja, Taylor ist gestorben und nun lebt sie wieder. Zumindest äußerlich. Der innere Schmerz wird immer vorhanden sein und mir klar machen, dass ich nie wieder ganz leben werde. Falls ich das überhaupt hier getan habe. Wow, das war tiefgründig. Nein, ist es nicht. Was geht denn bei euch ab? Okay, ich bin mal lieber ganz schnell raus hier. So wundervoll. Nein, aber ehrlich, mit Rachel könnte es gerade nicht besser laufen. Ich habe keine unnötig extremen Gefühle mehr für sie und stattdessen bekomme ich durch sie Selbstvertrauen auf so vielen Ebenen. Wenn denn doch nur das mit Amber besser wäre. Ach, das wird schon. Douglas, was machst du hier? Oh, Donny. Darf ich nicht hier sein, um kurz mit meinen alten Freunden zu reden? Natürlich darfst du das. Was ist dein Anliegen? Willst du schon schlafen? Nee, nur mal so kurz an alle. Wie sieht denn Maeve für euch so aus? So ja, ziemlich hübsch. Total Dyke. Alter. Ich weiß ja nie, was ich drüber denken soll. Ist das okay? Soll sich eine Lok so zeigen? Like mit dem, was sie da im Gesicht geschmiert hat? Tja, kann man finden, wie man will, aber auf jeden Fall sollte man es respektieren. Hast du überhaupt eine Ahnung, was das bedeutet, was du da gesagt hast? Hast du überhaupt eine Ahnung, worauf du dich da einlässt? Ich dachte, Amber hätte mit dir schon alles geregelt. Zum x-ten Mal jetzt, sag Hugo die Meinung. Konfrontiere ihn mit der Realität. Sprich es aus. Hugo, du sollst dich zurückhalten. Es ist normal, dass sich Dampfloks ständig umarmen, aber bei Dieselloks ist das etwas anderes. Besonders, wenn eine Dieselok ständig eine vergebene Dampflok umarmen will und dein Grinsen ist. Hör auf!
Sei einfach still, okay? Wie auch schon zum x-ten Mal gesagt, das ist meine Sache und ich will mich drum kümmern. Überhaupt ist der über mich hinweg und gar nicht von mir besessen. Er ist zum Beispiel auch oft genug bei Emily. Das macht es doch noch schlimmer. Merkst du es nicht? Er nutzt dich nur aus. Wenn Emily oder wer auch sonst immer keine Zeit für ihn hat, bist du seine nächstbeste Beschäftigung. Zweite Wahl, sonst nichts. Du kommst nicht mehr lange ohne eine Entscheidung voran. Er oder wir? Na dann, er. Er schreibt mir wenigstens nichts vor. Und wo willst du jetzt hin?